Jetzt erkläre ich euch den Chip. Der Chip ist ein flacher Annäherungsschlag. Und Ziel ist es, dass der Ball die erste Strecke immer fliegt, auf dem Grün landet und zur Fahne hinrollt. Chippen tun wir normalerweise mit den Wedges und mit den kurzen Eisen, je nachdem, wie weit der Ball fliegen, wie weit er rollen soll. Ich zeige euch mal den Chip hier. Wir haben ungefähr die Hälfte Flug, die Hälfte Roll. Den spiele ich jetzt mit einer Wedge. Griff ist ganz normal wie beim vollen Schlag auch. Schläge an die Hand, linke Hand oben, rechte Hand drauf. Wieder schauen, ob ihr drauflegen wollt oder einhaken wollt. Die Bewegung ist wie beim Putt. Ja? Wieder eine Pendelbewegung aus den Schultern. Die Beine bleiben ruhig. Wichtig ist noch, dass wir hier den Ball an die rechten Fuß legen und das Gewicht ein bisschen nach links packen. Das zeige ich mal. Ball ein bisschen nach rechts, Gewicht nach links. Und jetzt mache ich nur eine Bewegung aus meinen Schultern heraus. Ich kippe meine Schultern und nehme dabei den Ball mit. Von hier nach da. Das ist der Chip.